So, willkommen zurück bei Elite Force. Yo, also die Teamsitzung im letzten Video war doch wirklich mal interessant. Wir haben sehr, sehr viel erfahren, nämlich, dass diese Leute, die uns da angegriffen haben und die Vorräte stehlen wollten, dass die sich Scavenger nennen und überraschenderweise aus, ja, Rassen bestehen, die wir kennen, zum Beispiel Menschen oder auch Klingonen. Und das ist hier im Delta-Quadrant ja nun wirklich eine Überraschung, denn eigentlich dachte die Voyager-Crew ja, sie wären die ersten Menschen, die es in dieses Gebiet des Weltalls geschafft haben, und die Klingonen, also wow, wirklich eine ziemliche Überraschung. Und dann natürlich auch der interessante Auftrag, den wir bekommen haben, Informationsbeschaffung auf einem fremden Schiff. Ja, eine völlig uns noch unbekannte Rasse, aber ja, deren Schiff treibt genauso wie wir hilflos im All in diesem Raumschifffriedhof, und wir wollen nur mal hier rüber beamen, ein paar Terminals anzapfen, um zu gucken, ob die vielleicht schon etwas mehr über dieses Gebiet rausgefunden haben, und ja, dann wieder runter und das Ganze nach Möglichkeit vielleicht sogar völlig unbemerkt. Klingt eigentlich simpel, aber schauen wir doch mal, was unsere Teamkameraden so zu sagen haben. Mann, Daten sammeln. Ich hatte gehofft, wir würden bei unserem ersten Einsatz ein bisschen Action erleben. Man sollte sich vorsehen, was man sich wünscht. Es könnte in Erfüllung gehen. Ja, da kommt wieder richtig gut rüber, was für ein Draufgänger der Beastman doch ist. Und Chang, ja, eher der vorsichtigere Typ. Wie lange sind diese Scavenger wohl schon hier? Ich weiß nicht. Ich bin überrascht, dass sie überhaupt so lange überlebt haben. Wo mag nur ihr Schiff sein? Ja, Chell, unser Techniker, Telsia Murphy, unsere beste Freundin und Scharfschützin im Team. Und ja, Chell ist so ein bisschen der Skeptiker, auch eher der ängstliche Typ. Hatte dann noch was zu sagen? Hey. Ich hoffe nur, dass das Schiff auch wirklich verlassen ist. Ja, sag ich doch. Er ist nicht unbedingt sehr mutig. Na gut. Und Telsia? Telsia. Hey, Alex, nervös wegen der Mission? Wir schaffen das schon ganz bestimmt. Ja, deswegen haben wir sie doch auch so gern. Sie ist eine richtige Optimistin, das fröhliche Gesicht im Team. Und ja, das ist doch schön. Und Chang, wie sieht's bei ihm aus? Hey! Ich weiß nicht, Alex. Irgendwie ist mir bei der Sache nicht wohl. Ja, doch, er ist im Gegensatz zu Telsia dann doch ein ziemlicher Pessimist. Und, ja, was man nicht so gut erkennen kann und auch nicht unbedingt weiß, er ist Vulkanier. Also eher relativ emotionslos und logisch, und ich finde, er sieht so ein bisschen asiatisch aus, aber nein, er ist kein Mensch, er ist Vulkanier. Gut, dann wollen wir mal hier weitergehen und schauen wir doch mal in diese Richtung. Hier befindet sich so ein kleiner Aufenthaltsraum, ein Mini-Casino faktisch für ja, das Hazard-Team. Also Jungs, ich muss jetzt los. Habe noch eine kleine Außenmission zu erledigen. Mann, ich kann einfach nicht glauben, dass ich bei unserer ersten Mission zurückbleiben soll und dazu noch auf einer Mission, die der Informationsbeschaffung dient. Hey, nur die Ruhe, Ken. Es wird noch reichlich andere Missionen geben. Ja, Ken. Die heben nur das Beste bis zuletzt auf. Okay. Beastman geht, und Ken ist nicht unbedingt glücklich, dass er bei diesem Einsatz nicht dabei sein darf dieses Mal. Können wir dann mit ihm reden? Entschuldigen Sie. Hey Monroe, was ist los? Na, er ist wirklich nicht sehr happy, na gut. Und Tom? Viel Glück, Monroe. Ja, doch, er wünscht uns Glück. Und was hat hier Mitch zu sagen? Mitch. Hey Monroe, viel Glück. Ich bin sicher, es wird alles gut gehen. Ja, auch ein Optimist, das ist doch schön. Liz? Okay, sie guckt nur, sagt nicht viel. Hey, und der Doktor? Miss Juro, da Sie gerade Zeit haben, dachte ich, wir könnten die Erste-Hilfe-Protokolle noch einmal durchgehen. Danke, Doktor, aber ich denke, ich bin gut vorbereitet. Ich habe schließlich ein intensives Training und viele Tests für diese Position hinter mir. Natürlich. Nun, sagen Sie mir Bescheid, falls Sie nervös werden oder das Bibbern doch einsetzt. Machen Sie sich keine Sorgen, Doktor. Es wird schon gut gehen. Ja, sie ist ja die Medizinerin im Team, unsere, ja, Teamärztin, und hier der Doc, der ist ja bekannt. Doktor? Ja, Friedrich? Na gut. Hey, ich muss schon sagen, ich war überrascht, dass ich nicht für diese Mission eingesetzt werde. Ich weiß, dass das Schiff angeblich verlassen ist. Ich hoffe nur, Sie brauchen nicht doch noch einen Mediziner. Sie ist übrigens Betasoidin und eine sehr enge Freundin von Austin Chang. Es kommt nie so deutlich rüber, aber ich glaube, die zwei haben auch was miteinander, also... Ja, schauen wir später nochmal. Genau, hier nochmal zwei Teamkollegen. Michael? Ja? Jeff? Hey. Okay, wenn nicht mehr so viel los bei den beiden. Gut, dann gehen wir mal
in den Ausrüstungsraum, wie uns befohlen wurde, und schauen doch mal, mit was wir uns eindecken können, damit wir auch für den Notfall vorbereitet sind. Jo, hier ist das. Oviedo? Können Sie später nochmal darauf zurückkommen? Na gut. Sniper-Modus am Phaser-Gewehr aus. Diese Scavenger-Kanonen könnten sich als nützlich erweisen. Sie verwenden die Lithium-Kristallchips als Energiequelle. Die meisten Schiffe gebrauchen diese Kristalle auch. Es sollte also kein Problem sein, mehr davon zu finden, um die Kanone mit Energie zu versorgen. Der zweite Abzug feuert Energiegranaten. Seien Sie vorsichtig damit. Okay. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Waffen auf dem Holodeck hier hinter mir testen. Das machen wir doch mal. Ich muss erstmal noch hier die restlichen Waffen holen. Gut. Und dann gehen wir nochmal aufs Holodeck und wollen doch mal ein bisschen Waffen testen. Jo. Okay, na komm schon hier. Programm High Noon wird initiiert. High Noon, ja, das klingt schwer nach Western. Und ist es auch. Jo, also eine Holodeck-Simulation wie das Borgschiff ganz zu Beginn. Und wir sind in einer Wildwest-Gegend. Ja, und verteidigen uns gegen schießwütige Gangster. Auch wenn die Voraussetzungen nicht so wirklich fair sind, immerhin haben wir noch altmodische Gewehre, Wildwest-Repetierer. Aber dafür sind sie uns in der Überzahl. Und treffen können sie auch. Ich habe schon ein paar Treffer eingesteckt hier. Naja, Sniper-Modus ausprobieren. Und sie mal vaporisieren. Ey, das hat sich gereimt. Haha. Okay, ja. Na komm raus aus der Deckung. Da sollte man einen Mann nicht treffen. Au, 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 au. Okay. Na, wo sind noch ein paar? Gibt's doch sicherlich noch mehr. Ah, da oben. Mal, hoppala, da ist ja noch einer. Probieren wir mal die Energiegranaten aus. Ah, zu hoch geschossen. Er flieht. Aber hat ihm nichts gebracht. So, Waffenenergie sammeln. Vielleicht auch nochmal die Lebensenergie auffüllen. Renn, 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 renn. So, hier. Ja, wir, genau. Ich höre doch was. Wo ist er? Wo steckst du und schießt auf mich, du feiger Hund? Da. Das war's. Das war's auch schon. Ja, so sehen diese Trainingsübungen auf dem Holodeck aus. Da hat man dann jedes Mal, wenn man eine neue Waffe findet, auch ein neues Trainingsprogramm und genau. So, haben wir alle Funktionen mal durchprobiert. So, jetzt aber wirklich auf zum ja, Transporterraum, genau. Genau, und Team Alpha, bestehend aus Lieutenant Les Foster, Austin Chung und Rick Beesman, beamt sich in Kontrollraum A und wir beamen uns jetzt zusammen mit Telsia und Shell in den Kontrollraum B. Okay, bereit zum Beamen des zweiten Teams. Energie. Yay, und wir durften Energie sagen. Ach, ist das toll, stellvertretender Kommandant zu sein. Ja, wir sind wichtig, wir haben was zu melden. Ach, ja. So, und da ist es, das fremde Schiff, auf das wir uns beamen werden. Sieht ja schon ziemlich cool aus. Yay. Okay, sehen wir mal nach, ob noch eine von diesen Konsolen funktioniert. Sehen Sie sich das an, so ein Schiff habe ich noch nie gesehen. Es scheint fast zu leben. Ziemlich cool. Ich glaube, ich habe das Datenterminal gefunden. Ein Moment, ich starte den Download. Sehr gut. Hier drin ist es heiß. Und feucht. Irgendwie gefällt mir das.
Na klar, sie sind schließlich Bullianer. Was die wohl sind? Sie sehen aus wie Glühwürmchen. Und sie sind ganz putzig. Foster an Monroe. Wir haben hier ein Datenterminal angezapft und mit dem Download begonnen. Shell hat hier auch eins gefunden. Er kümmert sich gerade darum. Hm? What? Uh-oh. Ein Hinterhalt! Sie sind überall! Das sind das für Dinger. Was ist da drüben los? Fangen Sie nur mit dem Download an. Okay, ich hab's. Download gestartet. Scheiße. Okay, jetzt ist der Alarm hier. Und wir werden angegriffen. Okay, jetzt ist man Shell beschützen. Mann, die sind aber ganz schön schnell. Nicht mehr so lahm wie die Borgs. Die tauchen mir ganz schön plötzlich auf und machen einen gehörigen Kraft, die Dinger. Wow! Heieiei. Fuck, ich habe keine Waffenenergie mehr. Okay, Waffe wechseln. Okay, das war's. Foster Monroe, ist alles in Ordnung? Ja, Sir, Sie haben eben einfach den Angriff abgebrochen. Wir ebenfalls. Ich habe so viel wie möglich aus dem Datenterminal herausgeholt. Schnell weg hier! Da gibt es ein kleines Problem. Der Alarm, der ausgelöst wurde, muss die Schilde dieses Dings aktiviert haben. Wir können weder die Voyager kontakten, noch uns herausbeamen. Toll. Wir müssen uns neu gruppieren. Wir haben einige Scans durchgeführt und es sieht so aus, als gäbe es in Sektion 29 einen Anschlusspunkt. Ich sehe ihn. Wir werden uns dort treffen und herausfinden, wie wir diese Schilde deaktivieren können. Viel Glück. Foster, Ende. Zur Sektion 29 geht es durch die Tür dort oben. Toll, und wie sollen wir da hinkommen? Hier lang. Ja, dieser Gang hier oben. Na gut, Chell kennt den Weg, alles klar. Dann wollen wir mal folgen. Das hört sich ja schleimig an hier. Doch, doch, sehr organisch, dieses Schiff. Aber die Glühwürmchen sind süß, die mag ich. Okay. Spacige Türen, nicht schlecht. Na Leute, habt ihr irgendwas zu erzählen? Entschuldigen Sie. Was geschieht hier? Ach, nicht so ängstlich, Chell, ist alles okay. Telsia, stimmt etwas nicht? Nö, eigentlich ist alles okay. Okay, gut, also. Doch, sieht ziemlich cool aus hier. Gefällt mir. Waren die Spielentwickler sehr kreativ. Wow! Ich kenne das Spiel ja wirklich gut, aber es ist immer wieder für ein paar Schockmomente gut. Oh ja, Landurlaub wäre jetzt echt nicht schlecht. Du sagst es, Chell.